Meine Damen und Herren, der nächste Keynote-Speaker arbeitet in verschiedenen Gremien, unter anderem zu den Themen Energiewende, erneuerbare Energien, Elektromobilität, Smart Grids und Smart Home. Bitte begrüßen Sie mit mir auf der Bühne Alexander Neuhäuser. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des ZVEH, dem Zentralverband der deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke. Herr Neuhäuser, Sie haben den Platz auf der Bühne zum Thema Infrastructure. Ja, ganz herzlichen Dank. Handwerk ist heute schon das ein oder andere Mal gefallen, der Begriff. Ich darf jetzt tatsächlich vieles, was heute schon angeklungen ist, mal ein bisschen an der Sicht des Handwerks spiegeln und will einfach noch mal starten von meiner Seite mit einem herzlichen Glückwunsch an die DKE für die 50 Jahre plus zwei. Dieses rote Büchlein, das vorhin vorgezeigt wurde von Michael Teigler, das ist natürlich für uns eigentlich ganz wichtig. Das ist die Bibel des Handwerks und wir haben natürlich als E-Handwerk Strom in der DNA, genauso wie die DKE auch. Die 0100 ist eine Installationsnorm, die da damals gemacht wurde, mit der die DKE gestartet ist. Und das ist natürlich heute für das Handwerk immer noch auch das Kernthema. Wir sind diejenigen, die für Sie draußen Dinge umsetzen. Und das Handwerk, auch das ist heute schon hin und wieder gefallen, das Handwerk ist KMU. Und zwar K in erster Linie. Das heißt kleine Unternehmen. Wir im Elektrohandwerk haben im Schnitt ungefähr so 10 bis 11 Mitarbeiter in den Unternehmen. Und das Elektrohandwerk steht vor einem riesigen Strukturwandel. Die Unternehmen waren eine Zeit lang noch kleiner. Die werden jetzt immer größer und das liegt auch an den Anforderungen, die mittlerweile auf die Handwerksunternehmen zukommen. Der Herr Meister hat das ein oder andere vorhin schon erwähnt, was wir mittlerweile alles tun sollen. Also das, was seinerzeit mal in der 0100 relativ dünn beschrieben wurde und es wurde eben schon gesagt, mittlerweile über 800 Seiten umfasst für die Installationsnorm, ist ja heute längst nicht mehr alles. Wie versuchen wir, dem zu begegnen. Und das ist wirklich, will ich durchaus vorweg sagen, für das Handwerk nicht leicht. Wir stehen eigentlich ein Stück weit für das Handwerk vor der Frage, quo vadis, wo geht das hin? Man kann das sehen in der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen zum Teil. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit dem Bereich Food Delivery. Da gibt es Entwicklungen, dass so kleine Anbieter eigentlich zum Crowdworker werden und ausführendes Glied sehr unabhängigerweise einer größeren Plattform. Und das ist durchaus für das Handwerk ein Szenario, das passieren könnte. Aktuell ist das nicht absehbar, weil immer noch viel zu viel Know-how in handwerklichen Leistungen drinsteckt. Aber natürlich kann es passieren, dass je mehr sich Plattformen weiterentwickeln, dass diese Abhängigkeit von Handwerksunternehmen umso größer wird. Das ist ein Thema, mit dem wir uns ganz intensiv befassen. Das ist natürlich auch nicht die gewünschte Entwicklung im Handwerk, aber es ist eine technisch denkbare. Es gibt aber Alternativen dazu. Und wir haben eigentlich heute, und das finde ich jetzt als jemand, der aus dem wirklichen KMU-Bereich kommt, sehr spannend, eigentlich überall dieselben Themen. Man versucht Dinge über Open Source, über Public Infrastructure abzudecken. Und genau das ist das, was wir auch im Handwerk versuchen. Das einzig Schwierige bei uns ist, wir haben nicht so viele Fördermittel wie Sie in der Industrie. Wir müssen das irgendwie versuchen, zunächst mal alleine zu machen. Auf den Weg haben wir uns begeben. Wir haben dabei festgestellt, das ist jetzt eine Binsenweisheit, das kennen Sie in den Industrieunternehmen natürlich auch, wir digitalisieren ja eigentlich doppelt. Das heißt, Handwerk baut digitale Infrastruktur und muss jetzt daraufhin auch die ganzen Betriebsprozesse digitalisieren. Und das ist tatsächlich für ein Handwerksunternehmen deshalb nicht leicht, weil das Handwerksunternehmen hat keine Stabsstellen, die ihm das machen. Eben habe ich gehört, in mittelständischen Unternehmen ist das oft Chefsache. Bei uns ist das Chefsache und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn ein neuer Prozess in einem Handwerksbetrieb aufgesetzt werden soll mit 10 Mann, dann muss sich der Chef darum kümmern
Und Chefsache heißt, der steckt ja selbst noch häufig mit beiden Beinen im Alltagsgeschäft, wenn er nicht sogar auf der Baustelle aktiv ist. Das ist also eine Riesenherausforderung und ich will jetzt sozusagen das, was wir alles heute gehört haben über die ganzen tollen Projekte, mal ein bisschen spiegeln. Es gibt kein Industrie 4.0 Projekt für das Handwerk. Es müsste eigentlich Wirtschaft 4.0 heißen und es müsste natürlich auch so sein, dass diese Themen der kleinen Unternehmen irgendwo da mit drin sind. Wir sind eigentlich ein Stück weit darauf angewiesen, dass man uns fragt in diesen Projekten. Handwerksunternehmen können auch nicht auf all diesen Plattformen sich aktiv einbringen. Das ist einfach eine strukturelle Frage. Also wir sind darauf angewiesen, dass man uns fragt nach unserem Know-how über die Prozesse im Handwerk. Und das ist das eben, was wir gemacht haben. Wir haben vorhin schon einiges über die schlechten Prozesse, die man digitalisieren kann, gesprochen. Auch wir haben zunächst mal uns angeschaut, wie sieht so ein prototypischer Workflow in einem Handwerksbetrieb aus. Und der ist natürlich nicht so komplex wie jetzt in Produktionsprozessen über verschiedene Wertschöpfungsstufen mit Tier N bis TX. Aber er ist doch in Handwerksbetrieben in Projekten immer relativ ähnlich. Und irgendwo müssen wir mal mit einem Prozess starten. Wir haben festgestellt, dass es in der Regel im Handwerksbetrieb gibt es einen Erstkontakt, gibt es die Beratung, dann wird geplant, es werden Produkte ausgewählt, es wird ein Angebot geschrieben. Wenn Sie Glück haben, bekommen Sie heute von einem Handwerker ein Angebot. Es kann Ihnen auch gut passieren, dass er sagt, kannst entscheiden, ob ich es baue oder nicht. Und dann rechnen wir das hinterher ab. Das ist natürlich aktuell eine Entwicklung, die den Ressourcen geschuldet ist. Aber in einem guten Prozess kommt ein Angebot, dann wird das angenommen und dann geht's los. Dann sagt der Kunde, jetzt will ich aber doch was anderes. Na, ich habe festgestellt, da gibt es sowas wie, zum Beispiel wie KNX. Mach mir doch nochmal ein neues Angebot. Und dann ist der Handwerker eigentlich voll in der Schleife drin. Er erarbeitet sich den Prozess immer wieder aufs Neue. Und natürlich wäre es viel besser, wenn ein Handwerksunternehmen das komplett digital machen könnte. Wir haben in diesen einzelnen Prozessschritten im Einzelnen jeweils unterschiedliche Anforderungen. Auch Handwerksbetriebe arbeiten da mit unterschiedlichen Systemen. Es sind jetzt vielleicht nicht 100, aber es sind doch für die kleine Anzahl an Mitarbeitern in den Häusern, glaube ich, sogar eine große Zahl an Systemen. Wir arbeiten häufig auch mit den Zulieferersystemen. Und es gibt aktuell überhaupt keinen Prozess, der in irgendeiner Weise seamless wäre. Das heißt, jeden Prozess, auch in einem Handwerksbetrieb, müssen Sie eigentlich wieder neu mit Daten füllen. Wozu führt das? Sie machen es einfach nicht. Sie versuchen sich so viel wie möglich an Prozessen zu sparen und wir glauben, das wird aber in Zukunft nicht mehr gehen. Also die Dokumentationspflichten steigen, Sie müssen den Kunden Dokumentationen abgeben, Sie müssen, wenn Sie IT Prozesse machen, das auch nachhaltig machen. Wir haben auch im Handwerk natürlich die gesamten Nachhaltigkeitsthemen. Wenn wir so Themen haben heute schon wie Kundenrückruf, müssen Sie eigentlich wissen, wo haben Sie ein Produkt mal eingebaut, ne, mit welcher Serien- oder Chargennummer. Wenn Sie diese ganzen Anforderungen zukünftig sauber abbilden müssen, dann müssen Sie die Prozesse bedienen. Aber dann brauchen wir auch die entsprechende Unterstützung, dass diese Daten seamless durchlaufen können. Wir sehen aktuell, dass für das Handwerk, weil das natürlich durchaus auch ein wirtschaftlich interessanter Zweig ist, also diese Wirtschaftsstufe zu unterstützen, dass die Zahl der Einzelapplikationen explodiert. Unsere Supplier, die Hersteller, stellen Applikationen bereit, mit denen Prozesse, Projekte besser geplant werden können. Aber es entstehen auch am Markt unglaublich viele kleine Einzellösungen, die irgendein Teilproblem versuchen zu digitalisieren und zu lösen. Was nicht funktioniert ist, die Daten laufen da nicht durch. Und um dieses Thema kümmert sich auch niemand. Weil das ein Thema ist, das noch im Handwerk ist, das wie gesagt in Industrie 4.0 nicht angedockt ist. Da werden aktuell die Industrieprozesse aufgesetzt, aber eigentlich diese Prozesse in den KMUs, die werden aktuell noch nicht richtig betrachtet.
Wir haben deshalb gesagt, wir kümmern uns selbst darum und schauen uns mal an, wie man diese Applikationen vernetzen kann und haben begonnen über, ja auch im Grunde ist das eine Containertechnologie, über Lean Connect ein Prozess gemischt, also Datenprozess mit Schnittstelle und Datencontainern zu schaffen, um Daten durch Applikationen zu bringen. Das ist mal als Geschäftsmodell entstanden, wir haben aber als Verband sind auch gar nicht zu Beginn mit Teil dieses Prozesses gewesen. Wir haben dann irgendwann gesagt, wir holen uns das Thema und wollen versuchen, es nun als offenen Standard im Handwerk den ganzen Applikationsanbietern bereitzustellen. Vorhin ist auch schon angesprochen, was noch ein weiterer Treiber ist, eben die Regulierung explodiert aktuell. Vieles von dem, was dort passiert, spielt auch uns im Handwerk in die Karten, weil durchaus erkannt wurde, dass wir eigentlich ja offene Datenzugänge brauchen, zum Beispiel im Bereich Data Act. Das ist dann technisch nicht ganz leicht, weil wir natürlich die Herausforderung haben, dass Daten immer auch eine wettbewerbliche Komponente haben. Und auch unsere Industriepartner sagen uns, wenn wir jetzt Technologien entwickeln und bereitstellen, sowas wie beispielsweise Predictive Maintenance, dann haben wir natürlich auch selbst ein hohes Interesse daran, die Daten, die dort generiert werden, zu behalten, um wieder weitere Services bereitzustellen. Andersrum sagen wir als KMU, wir haben aber natürlich auch ein großes Interesse daran, diese Daten zu bekommen, weiterverarbeiten zu können, um dem Kunden, den wir mal bedient zu haben, jetzt komme ich wieder auf das Thema Plattform, auch behalten zu können. Das sind aktuell Themen, die wir miteinander diskutieren, aber ich glaube, dass zumindest mal die Sichtweise, dass wir da Open Data Spaces schaffen wollen, dass das ist ein ganz wichtiger Schritt, das Einzelne müssen wir im Detail aushandeln. Die Themen kommen jetzt auch, da würde ich gerne noch mal eins zurückgehen, brachial auf uns zu. Das ist längst nicht mehr so, dass wir das nur irgendwo in Europa im Bereich der Direktiven diskutieren, sondern wir haben mittlerweile Umsetzung bis ins deutsche Recht hinein schon. Also es gibt mittlerweile schon den Begriff der digitalen Produkte, der digitalen Inhalte und der digitalen Dienstleistungen bei uns im deutschen Recht. Und da hängen unmittelbar Themen dran wie Update-Prozesse. Und wenn Sie jetzt, gehe ich mal ein bisschen schneller noch mal weiter, in die Anforderungen reingehen, die wir dann zukünftig erfüllen müssen, zum Beispiel im Bereich des digitalen Bauens oder über BIM reden wir hier ganz viel, Building Information Modeling, dann müssen wir eigentlich diese Idee der integrierten Planung bis hin später in den After-Sales-Bereich so runterbrechen, dass wir sagen, wie schaffen wir das eigentlich, das abzubilden? Heute haben wir einen Großteil der Ausführungsplanung bei den Handwerksbetrieben. Wenn wir die Planung komplett zu einem gewissen Zeitpunkt abschließen wollen und dann zum Stand der Planung auch bauen wollen, dann müssen Sie ja eigentlich ein Handwerksunternehmen finden, das in genau diese Konfiguration auch bauen kann. Und das bei der Komplexität, die unsere Supplier heute bereitstellen. Die Handwerker sind in der Regel auf eine Handvoll Produkte geschult, die sie beherrschen können. Das ist nicht ganz leicht. Das muss aus unserer Sicht auf jeden Fall zu einer integrierten Planung führen. Das heißt, die Handwerksunternehmen müssen eigentlich bereits Teil auch dieses Planungsprozesses sein. Wir bekommen dann neue Schwierigkeiten aus unserer Sicht, die wir meistern müssen, sollten. Ich nenne das so ein bisschen die Smart Building Komplexität. Also wir haben einen Handwerksbetrieb, der ein Gebäude umsetzt. Der hat einen Hersteller da drin und der Hersteller hat das Produkt irgendwie mit einer Cloud-Applikation versehen. Jetzt hat er natürlich, im Handwerk wird assembliert in dem Produkt nicht nur einen Hersteller, sondern N-Hersteller. Die haben alle ihre Cloud-Applikationen da dran. Dann baut so ein Handwerker im Jahr auch nicht ein Gebäude, sondern der baut ganz viele. Die sind alle nochmal unterschiedlich konfiguriert. Die soll er dann alle auch noch servicen auf der Cloud-Applikation des Herstellers. Dann sitzt er eigentlich nur noch wie ein Klickaffe an irgendwelchen Cloud-Applikationen. Das wird so nicht klappen. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir diese Themen für das Handwerk zusammenführen, damit es auch manageable bleibt. Das Thema Smart Meter Gateway ist vorhin schon angesprochen worden. Finde ich persönlich ein ganz spannendes Thema.
an dem wir tatsächlich auch sehen, wie hoch die Komplexität für das Handwerk aktuell wird. Wir haben mittlerweile Gebäude, in denen das umgesetzt werden soll, aber wir haben gleichzeitig haufenweise, ich habe das eben gesagt, Applikationen, die irgendwie mit dem Internet verbunden sind. Wir haben aktuell keinerlei Cybersicherheitsstandard, nach dem wir das einheitlich prüfen können, dem Kunden belegen können, wie wir dieses Thema in den Griff bekommen können. Und das wäre ein Riesenwunsch des Handwerks, dass wir das schaffen, dafür einen einheitlichen Standard zu bauen. Denn diese rechtliche Komponente ist vorhin genannt worden. Das ist natürlich auch für das Handwerk eine enorm wichtige Funktion von Normen, eben diese Rechtssicherheit über die anerkannten Regeln der Technik herzustellen. Das Thema digitaler Produktpass beobachten wir ebenfalls. Für uns ein ganz spannendes, ganz wichtiges Thema. Wir sehen, wie die Industrie das macht. Wir haben vorhin gesehen, dass das auf Produkten mit einem QR-Code abgebildet werden kann. Das ist eine wunderbare Anwendungsfall für das Handwerk. Aber wenn das Produkt eingebaut ist, dann sehen Sie den QR-Code nicht mehr. Das heißt, auch das sind so Themen, da müssen wir nochmal aus Anwendersicht auch im Einzelnen schauen, wie wir das machen. Da brauchen Sie, glaube ich, auch die Anwenderperspektive, um da zu guten Lösungen zu kommen. Und eine ganz große Herausforderung aus unserer Sicht ist, das ist auch vorhin schon angeklungen, wir bauen ja nie nur ein Produkt in irgendetwas ein. Der Schaltschrank ist eben schon erwähnt worden. Was ist eigentlich das Produkt? Das einzelne Produkt mit dem QR-Code oder ist es der Schaltschrank? Ein Handwerker hat auch kein Lifecycle-Management-System in dem Sinne. Aber natürlich muss der datentechnisch abfeiern, was ist dort in dem Schaltschrank drin. Und er hat möglicherweise sogar Herstellerpflichten, die er erfüllen muss, weil er nämlich Hersteller dieses Schaltschranks ist. Ich glaube, dass wir mit dem digitalen Produktpass tatsächlich einen wesentlichen Schritt weiterkommen können. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das vieles für das Handwerk erleichtern kann. Denn die große Herausforderung ist tatsächlich für uns im Bereich der Daten, wir brauchen diesen Single Point of Truth für die Daten. Aktuell die Datenversorgung im Handwerk, darf ich Ihnen sagen, ist ein Desaster. Sie bekommen aus allen möglichen Quellen zum selben Produkt unterschiedliche Datensätze, weil die überall verändert wurden. Und damit können Sie natürlich kein gesichertes Datenmodell für ein Projekt aufbauen. Ja, also ich will heute noch mal so ein bisschen Ihr Herz für das Handwerk wecken. Wir im Handwerk sagen, dass Handwerk eine ganz wichtige Funktion im Wirtschaftssystem hat. Wir wenden uns so ein bisschen gegen den Plattformfeudalismus, der entstehen kann. Das Thema Crowdworking habe ich eben angesprochen. Ich glaube, das ist auch wirtschaftlich eigentlich eine Lösung, wenn man jetzt den Feudalismus mal nimmt, wo wir schon gelernt haben, das ist gar nicht der richtige Weg. Dann sagt nämlich der Fürst, du machst Schweine, du machst Weizen, du machst Rüben. Ob das dann die beste Lösung ist, ist aus unserer Sicht im Handwerk die Frage. Das, was wir ja im Handwerk haben, ist diese unglaubliche Agilität, sich immer wieder anzupassen. Die große Zahl, die Innovationen durch ein relativ hohes Maß an Qualifikation auch in den Markt bringen kann, das wollen wir gerne erhalten. Und an der Stelle nenne ich immer ein Beispiel, weil hier dieses Thema lokal, individuell, qualitativ hochwertig, innovativ, hochwertig, preiswert nochmal genannt ist. Das ist eine Funktion von Handwerk. Wir haben aktuell einen großen OEM, Automobil-OEM, der auch Ladeinfrastruktur macht. Und ich war selber bei einem Projekt dabei. Da sind dann die Dienstleister, das funktioniert über eine Kette mit Workforce-Management-Systemen, allem Pipapo. Vorteil, super getaktet, hohe Termintreue, ganz klasse. Der steht dann in einem Gebäude vor Ort, guckt sich die Infrastruktur an, da ist eine Photovoltaikanlage drauf, das ist ein relativ neues Gebäude. Und er sagt, wir können jetzt hier die Wallbox im Carport bauen. Und dann sagt der Hausbesitzer, aber die Photovoltaikanlage können wir einbinden. Dann sagt er, nee, das können wir nicht. Das ist bei uns in dem Prozess nicht vorgesehen. Wir können eine Leitung rausziehen, wir können die Wallbox aufbauen, wir können die sogar IT-technisch anbinden. Aber die Photovoltaikanlage, die du auf dem Dach hast, die können wir nicht machen, weil das ist zu individuell, wie das jeweils in dem Gebäude umgesetzt ist. Wir können bis zu einem gewissen Maß einen standardisierten Prozess machen, aber das wirklich Individuelle, das können wir nicht. Ich glaube, diese Funktion, Handwerk, das müssen wir erhalten, da müssen wir die Unterstützung für generieren. Und wir wissen, die DKE da an unserer Seite, wollen da gerade im Bereich der Normung, Standardisierung
einiges tun und unser Know-how einbringen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Alexander Neuhäuser, für den sehr plastischen Vortrag. Ich glaube, jeder konnte sich in Ihre Rolle hineinversetzen. Die meisten hier dürften Kontakt haben mit Handwerkerbetrieben und auch mit der Erfahrung, dass es manchmal eben auch nicht mal einen Kostenvoranschlag gibt. Erste Frage, die direkt von den Online-Teilnehmern kommt. Smart-Meter-Rollout kommt nicht so richtig in Gang. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe? Was müsste besser laufen? Ja gut, wenn man jetzt ins Detail reinschaut, warum das jetzt hakt, das hängt so ein bisschen natürlich an schlechtem Management des rechtlichen Prozesses. Aber im Detail muss ich sagen, glaube ich, fehlte durchaus noch der klare politische Wille, da klar auf eine Infrastruktur zu setzen, auf eine Technologie zu setzen. Deswegen haben wir auch noch die Doppelungen mit diesen zum Teil Applikationen, die über Webtechnologien angebunden sind. Und das ist für uns im Handwerk ganz wichtig. Wir warten eigentlich darauf, dass das kommt und dass auch klar der Rahmen gesetzt wird, dass das kommt, weil erst dann bewegt sich das Handwerk da rein. Die machen das nicht vorauseilend. Weitere Frage, wie wirkt man im Handwerk dem Fachkräftemangel entgegen? Ja, ich beneide die Frauenquote hier im Saal. Die ist klein, aber wahrscheinlich immer noch höher als im Handwerk. Wir als Verband engagieren uns enorm, auch mit der Industrie, unterstützt durch die Industrie zusammen, für die Fachkräftegewinnung für das Handwerk. Und wir machen das in Marketingkampagnen, wir machen das, indem wir die Berufe neu aufstellen. Wir haben beispielsweise einen neuen Beruf geschaffen, das ist der Gebäudesystemintegrator. Der soll tatsächlich diese ganzen Bausteine, die wir im Gebäude haben, zukünftig zusammenführen. Wir versuchen also die Attraktivität zu verbessern. Und ein wichtiger Punkt, wir sind ja viele Ingenieure im Raum, Sie mögen es mir nachsehen, ist tatsächlich, dass wir auch politisch sagen, wir müssen die berufliche Ausbildung und die akademische Ausbildung mehr auf ein Niveau bringen, auch in der Anerkennung. Also die berufliche Ausbildung muss dieselbe Anerkennung erfahren wie die akademische Ausbildung, denn was Engpässe bedeuten, das haben Sie ja selber gesagt, Herr Schwanke, das sehen Sie gerade, spüren viele am eigenen Leib. Ja. Vielen Dank, Alexander Neuhäuser, für die gesamten Impulse. Dankeschön. Danke.